Ach, komm schon. Ach, komm. Vielen Dank, Dankeschön, herzlich willkommen zu Lennart Gaming. Heute ist der 21.09.2022. Herzlich willkommen um 22.24 Uhr zum Spätabendspielkreis oder auch Late Night Gaming genannt. Heute mit dem Thema, beziehungsweise es gibt kein Thema. Heute ist ein schöner Tag. Punkt. Es ist so. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist so ein schöner Tag. La 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 la. Warum dies, warum das, das kann ich später noch erzählen. Aus natürlich unter anderem privaten Gründen, aber auch aus FIFA-technischen Gründen ist das einfach heute ein toller Tag, denn am heutigen 21.09. ist die Web-App erschienen vom FIFA 23 Teil. Dort werde ich unter anderem mal reinschauen später und mal nachgucken, wie denn so, ich werde meine Sets öffnen, traden jetzt nicht unbedingt, ich mache meine Sets da auf, gucke, wie es Verein aussieht, gucke mir mal ein paar Spieler an, die Preise schon mal und so weiter und so fort, ne, schon ein bisschen reinschnuppern in den neuen FIFA-Teil, ansonsten kann man gar nicht so viel da machen, beziehungsweise ich habe da gar nicht so viel vor in dieser Web-App, auf traden, muss ich leider sagen, auch wenn es sinnvoll wäre, habe ich aber keine Lust. Sehr gut, oder? Einfach gar nicht lassen. Muss man auch nicht. Wenn man keinen Bock hat, einfach sein lassen. Von daher, ein bisschen mit dem alten FIFA-Teil werde ich mich heute aber auch noch beschäftigen, mit FIFA 22. Ich mache vielleicht nochmal ein Spiel mit dem alten Bayern-Team. Das haben wir diese Tage erstellt. Das war toll. Das hat Spaß gemacht, mit diesen Bayern-Jungs zu spielen. Von daher, warum nicht? Kann man damit noch ein Game machen. Und ich gucke natürlich drauf, was am heutigen Tag so los gewesen ist in der Welt. Was war denn da? Was war denn da, was war denn da, was war denn da? Florian Kohfeldt war zuletzt Trainer vom VfL Wolfsburg. Aktuell Trainer ist, man kennt ihn aus vergangener Münchner Zeit, Niko Kovac. Mittlerweile Trainer dann bei Wolfsburg. Florian Kohfeldt war das mal und wird jetzt gehandelt bei einem neuen Champions League Club. Bei welchem Club könnte denn Kohfeldt demnächst anheuern? Steht das hier? Steht das hier? Nicht so ganz, das ist aber doof, du, das ist doof. Also Florian Kohfeldt, ja, ein toller Trainer, war, habe ich jetzt auch, weiß ich, interessiert mich das, ob der jetzt einen neuen Job hat oder nicht, ist toll, meinetwegen kann der da hingehen oder auch eben nicht, mir soll das relativ egal sein, ne. Florian Kohfeldt, weitere Informationen, was ist das hier, Zuckerberg oder auch Zuckerberg, Mark Zuckerberg verliert Hälfte seines Vermögens, die Hälfte seines Vermögens. Warum ist das denn so passiert? Machte im vergangenen Jahr massive Verluste. Liegt das vielleicht zusammen mit diesem, das ist ja dieser ganze Facebook, Instagram, WhatsApp-Konzern. Dieses Meta-Universum, was auch immer da alles so reinspielt. Liegt das irgendwie damit zusammen, dass diese ganzen Sachen nicht mehr so viel Geld eingebracht haben? Oder was ist da los? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich denke mal, diesem Mann soll es bestimmt immer noch nicht so ganz schlecht gehen. Mark Zuckerberg, der hat ja immer noch irgendwas mit 71 Billionen, Millionen, Milliarden Dollar auf seinem Konto. Von daher, alles gut, 71 Millionen hat er. Alles gut, ich denke mal, dem geht es nicht schlecht. Der wird sich bestimmt noch ein bisschen was zu essen leisten können. Diese Stars kann sich Köln bald nicht mehr leisten. Uninteressant. Was ist das? Auch uninteressant. Kann mein Vermieter mich zum Heizen zwingen? Mich zum Heizen zwingen? Wie zum Heizen zwingen? Kann mein Vermieter mich zum Heizen zwingen? Angst vor Nebenkosten. Zum Heizen zwingen? Nee, das kann, glaube ich, niemand. Das forderte Messi für seine Zukunft in Barcelona. Ein tränenreicher Abschied von Lionel Messi am 8. August 2021, mittlerweile schon ein Jahr her. Jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Messi tatsächlich angekommen ist in Paris. So langsam fruchtet das. Mit Neymar versteht er sich ja sowieso immer gut, hat er auch letzte Saison, aber irgendwie letzte Saison hat es noch nicht so ganz geklappt da mit diesem Trio. Mittlerweile spielen die sehr guten Fußball, die haben sich sehr gut abgestimmt vorne. Messi, Mbappé, Neymar, sehe ich sehr gerne spielen. Allerdings hätte man natürlich auch Messi sehr gerne weiterhin bei Barca gesehen. Messi forderte aber für seine Zukunft eine Loge im Stadion, fettes Handgeld, ihre Ausstiegsklausel. Ja, gut, das ist natürlich alles nicht so schön, was der Messi da gefordert hat. 10 Millionen Euro Prämie für eine Vertragsunterschrift, 3% Zinsen auf Optionen, okay. Ein höheres Gehalt für den Fall einer Steuererhöhung. Ja, das ist in Spanien üblich. Eine symbolische Ausstiegsklausel von 10 Tonnen, was zuvor
Was? Eine symbolische Ausstiegsklausel von 10.000 Euro statt der zuvor 700 Millionen. Okay, eine eigene Loge im Barca-Stadion Camp Nou heißt es gar nicht mehr, sondern Spotify Camp Nou, glaube ich, ne? Und so weiter und so fort. Ein Privatflug über Weihnachten, inklusive Familie von Teamkollegen Luis Suarez. Ah, ja, okay, was will der denn alles haben? Privatflug nach Argentinien über Weihnachten. Okay. Hatte alles nicht gekriegt, hatte Barca überhaupt kein Geld für und dementsprechend musste er ins reiche Paris wechseln. Mittlerweile läuft das da auch relativ gut, von daher, ich denke mal, so viel schiefgegangen ist da ja nicht. Jetzt habe ich aber tatsächlich Lust, ich will jetzt hier gar nicht lange rumlungern auf komischen Seiten, auf komischen News-Seiten. Ich möchte jetzt öffnen, Sets, die neuen Sets aus FIFA 23. Ich möchte am besten direkt mal einen guten Spieler ziehen, den würde ich dann nicht verkaufen. Alles andere könnte man verkaufen. Ich gucke einfach mal rein in das neue FIFA 23 rein, beziehungsweise in die Web-App. In die Web-App schauen wir einfach mal rein. Ich habe da sehr Lust drauf. Herzlich willkommen zu Late Night Gaming. Musik haben wir heute auch dabei. Los geht's. Bis gleich. Raf Camora mit 2CB. 2CB, 2 Centerbacks, 2 Innenverteidiger. Weiß ich nicht, was uns dieser Raf damit sagen möchte. Keine Ahnung. Was ich auf jeden Fall sagen kann. Gut, das ist das Münchner Team. Das ist das Bayern-Team. Brauchen wir jetzt nicht. Wofür? Bayern-Team? Später mache ich dann gerne noch ein Spiel mit, weil es ja auch Spaß gemacht hat. Hat Spaß gemacht. Muss man sagen, hat Spaß gemacht, mit diesem Bayern-Team zu spielen. Jetzt, ganz wichtig, erstmal Sets öffnen. Ganz, ganz wichtig. Aber schon krass. Jo. Könnten wir das auch umstellen dann? Müssten wir jetzt ein bisschen... Das ist das Falsche. Na, wir müssen umstellen das Ganze auf dem Bildschirm. Da sind wir nicht. Pass auf! Genau, das ist mein Verein. Dadadam, Einstellung, was haben wir hier? Ware wählen. Loslegen. Schlau wäre es natürlich, wirklich England zu nehmen. Wähle dein Starter-Pack. Wähle die Nation, die im Mittelpunkt deines ersten Footteams stehen soll. Das ausgewählte Land ist mit mehreren Spielern im Team vertreten. Da, also Engländer, okay, Franzosen könnte man nehmen. Ne? Wir nehmen aber, weil ich da herkomme, nehmen wir Deutschland. Deutschland. Wir nehmen Deutschland. Auch wenn da irgendwelche komischen deutschen Spieler dabei sein werden, wie zum Beispiel hier. Simon Terodde. Yannick Gerd und Anton. Wunderbar. Barca, Ibiza, Finca, London, Nizza, zu 110 gehört zu Montego. Aber sonst noch irgendwas im Wagen? Ah, nee, stopp. Incheck, Stürmer tauschen. Ja, wen kriegen wir denn da? Das ist aber gar nicht mal so gut, was wir hier als Auswahl haben.
Also die Leih, also das ist aber, die Leihspieler, das ist jetzt hier aber nicht so wirklich prickelnd. Volland als Leihspieler ist aber Quatsch, die zu den tauschen. Verratti, Barrea, Pogba, Valverde, sehr gut. Gnabry, ja, okay. Linkes Mittelfeld, Coman, ja, den können wir nehmen, oder? Coman ist eigentlich ganz cool. IV, Alaba, Ramos, jo. Wir nehmen hier den mit. Oh Gott, wir haben direkt die weißen Real Madrid-Trikots. Das ist ja was Feines. Und die spielen wir auch. Oder Spanien-Trikots. Oder Pariser-Trikots. Sind beides interessant. Sowohl Real als auch Paris sind beides interessante Trikots. Aber wir nehmen das weiße Real-Trikot. Das hat was. Wobei es der Pariser Trikot auch was hat. Real oder Paris? Welches wird das Trikot, mit dem ich dann am Anfang direkt spielen werde? Ich weiß es nicht. Beides nicht schlecht, ne? Real Madrid oder Paris? Ja, wir nehmen... Ich glaube, wir nehmen echt Paris, ne? Ja, wir nehmen Real. Wir nehmen das Real-Trikot mit. Auswärts. England. Ah, hier ist schon wieder Real Madrid. Der herzlichen Glückwunsch, wirklich. Warum bekommen wir zweimal das Real-Trikot? Wie weird ist das denn? YGF Case. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallihallo. Oh. Danke fürs Follow. Case. Danke dir. Prost. Messi kostet einfach in FIFA 23 nur 80k. Ja. Ist natürlich erstmal keine falsche Aussage. Das Ding ist natürlich, heute ist die Web-App rausgekommen. Und unter anderem ist Messi natürlich auch so günstig, weil noch niemand Kohle hat. Kaum, also die wenigsten Leute haben Geld aktuell in FIFA 23. Und deswegen ist der Messi auch so günstig, weil es gibt keinen Markt für den. Kaum irgendwer hat 80k. Woher auch? Woher sollen die Leute 80k haben? Deswegen ist Messi aktuell günstig. Wenn du 80k haben solltest, unbedingt kaufen. Der wird hochgehen, natürlich. Der wird höher gehen. Zum Start des neuen FIFA. Der wird hochgehen, ist ja logisch. Natürlich geht er höher. Aber so ganz an den Preis wahrscheinlich von letztes Jahr, da wirst du recht haben, wird er nicht drankommen. Blackie, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hab gerade auch nur 20k. Das ist ja das. Das ist ja das. Für 20k kannst du aber auch irgendeinen Top-Spieler kaufen und der wird natürlich dann auch steigen. Ding ist nur, dass ja alle steigen. Ne? Du kaufst, ich weiß nicht, einen Coman oder so. Jetzt in der Web-App günstig. Behältst ihn dann, bis das Game richtig draußen ist. Und ist halt alles teurer dann, ne? Jo. Gut. Trikots, weg ist. Mailand, nee, Nordirland. Okay. England. Die England, also einmal Real Madrid und einmal England nehmen wir, oder? Oder sollen wir zweimal Real nehmen? Auch Quatsch, oder? Nee, eigentlich gut. Zweimal Real ist doch top. Wir nehmen zweimal die Real Madrid Trikots. Einmal haben wir das Hype-Trikot, einmal haben wir das Auswärtstrikot, glaube ich, bekommen. Das ist doch toll. Das ist natürlich hier Quatsch, ne? Leipzig. Liverpool. Atlanta. Ipswich. Jo, Ipswich. Swansea. Ja, das ist natürlich, wir nehmen Ipswich hier, aber das ist eigentlich Quatsch. Also, das ist... Nee. So. Das haben wir jetzt hier alles gemacht. Schön. Put starten. Sag mal her. Da du letztes Jahr Foot 22 gespielt hast, richtig, ich habe sogar parallel immer noch offen. Haben wir diese Items deinem Verein hinzugefügt? Viermal Press. Was ist denn Press? Press Goldspieler auf jeden Fall. Vier seltene Goldspieler. Das ist schön. Ein Foot im besten Leihspieler, das ist schön. Ein Stadion Starterpack. Und was haben wir jetzt? Foot Coin Boost. Wunderbar. Und zwei Goldsets auch noch dazu. Boah, ist ja sensationell. Hab nicht mal 20k. Irgendwie nichts um die Grundlagen SPC zu machen. Aber Van Dijk bekommen. Van Dijk ist sehr, sehr nice. Ist gerade mal für. Nein, nicht verkaufen. Van Dijk auf gar keinen Fall jetzt verkaufen. Ey, wenn das Spiel rauskommt, der Typ steigt auf 150k oder so. Naja, wenn das Spiel
rauskommen. Unbedingt behalten. Die kannst du ja auch spielen direkt im Starterteam. Flecky. GG zu Van Dijk. Der ist jetzt schon big. Jetzt schon stark. von der Wahl, er ist für 40. Ja, weil keiner die Münzen hat. Natürlich, die Spieler sind alle günstig. Woher soll man. Ihr habt ja selber auch keine Coins. Ich habe auch keine. Null. Da oben steht eine dicke Null. Woher? Guck mal, das ist meine Mannschaft. Die sieht so gar nicht mal so schlecht aus. Bisher sieht die richtig geil aus, die Mannschaft. Vor allem hier. In der Innenverteidigung, der. Ezequem. Naja. Wollte erst Sané und so kaufen. Glaubst du, lohnt sich für 10k? Leroy Sané hat sehr interessant. Guck mal, wir sind ja in der Web-App schön. Wir können das hier mal anschauen. Sané ist etwas runtergegangen mit seinem Tempo tatsächlich. Ist aber trotzdem ein cooler Spieler. Kann ich noch sehen, ob der 4-4 hat oder so. 4-4 nicht, aber 4-Stern-Skills. Sané sollte trotzdem. Wenn du da so ein bisschen guckst, guck mal hier. Wenn du hier so ein bisschen dabei bist und den jetzt hier erbieten könntest, für 7k. Beziehungsweise immer wieder hier so kleine Schnapper machen, hier immer mal drauf bieten, hier 5k, hier 2k. Vielleicht kriegt man ja irgendwann mal einen Schnapper für, dann kriegst du ihn für 7 oder 8.000, hast du nochmal 2k gespart. Sané, das sind diese ganzen, ja, der lohnt sich glaube ich schon. Ich interessiere mich auch für Sané, wenn ich Münzen hätte. Aber am Ende des Tages muss natürlich trotzdem jeder selber entscheiden, wie viel Geld man ausgibt. Guck mal hier, der geht sogar für 6k weg. Guck mal, für 6k geht er hier weg, der Sané. Alle Spieler gehen, sobald das Spiel veröffentlicht ist, am 27. glaube ich um 0 Uhr kommt es heraus. Alle Spieler gehen straight sofort hoch. Ein paar Tage vorher sogar schon. Dazu wird auch Leroy Sané gehören. Aber wenn ich sage alle Spieler, meine ich auch alle Spieler. Das heißt, du hast zwar jetzt, du kaufst meinetwegen einen Fonzie Davis, der aktuell 15k kostet oder was weiß ich was. Der geht dann meinetwegen hoch auf die 60k, aber was kriegst du für die 60k? Das ist der, alle Spieler steigen ja. Von daher ist der Wert halt so ein bisschen, ne? Man kriegt ungefähr dann fast dasselbe raus für die 60k, wie du vorher, ne? Aber muss man ein bisschen schauen. Warum ist denn der Strohhalm eigentlich so kaputt hier? Aber Sané ist auch ein Top-Spieler. So, wir öffnen jetzt erstmal unsere Sets. Was haben wir denn hier? Spielerwahl. Ambassador und Leihspiel. Kumpel, pass auf hier. Was haben wir denn hier drin? Ambassador, Leihspiel. Toll. Vinicius Son und Fonzie Davis. Eigentlich würde ich gerne Fonzie Davis nehmen, denn der linkt direkt mal gut mit. Guck mal. Love now, cry later, hurts. Allerdings ist natürlich Vinicius oder Son, ne? Das sind ja die beiden. Wen nimmt man davon? Ich hätte schon echt Lust auf Vinicius, hätte aber auch schon Lust auf Son. Blackie die Points, als Vorbesteller hat man noch nicht bekommen. Nee, ich glaube, die bekommt man dann auch erst. Auch an dem Tag, wenn es rauskommt. Weil ohne die muss man ja, genau, ja. Ja, was heißt, man muss aufladen? Nein, muss man nicht aufladen. Du kannst ja immer noch diese 4000 Points dann runterziehen oder auch Draft spielen, je nachdem, ist ja auch eine Möglichkeit, wenn das Game rauskommt. Das Ding ist so in der Web-App, klar, das wird immer groß gehypt und so weiter, aber ich bin, habe ich jetzt auch heute wieder gemerkt, gar nicht so ein großer Fan von der Web-App, weil ich habe weder Lust, ich hätte zwar jetzt Zeit, wirklich viel Zeit, mich da hinzusetzen und zu traden, aber ich habe gar keine Lust zu. Und da auch so viele Leute da Schnapper machen wollen, wird es am Ende des Tages tatsächlich auch schwierig, Schnapper zu machen. Weil da hängen zu viele Leute dran. Ist nicht schlimm, wenn man jetzt noch kein Team hat. Also, brauchst du eh nicht. So, wofür willst du jetzt schon ein Team zusammenbauen? Kannst du eh nicht spielen. Ich glaube, wenn ich das Spiel starte, ziehe ich meine Points runter und danach kaufe ich mir erst ein richtiges Team. So mache ich es. Kann natürlich jeder selber entscheiden. Und wir nehmen mit Son, ne? Wir nehmen es Sonne. Aber hier oben ist so ein kleines Plus, ne? Ah, geht zum Playstation Store. Ja, super.
Sané gerade für 6,3. Ja, siehst du, das ist ein guter Preis. Also wenn ich irgendwann mal 6.000 Münzen hätte, würde ich den, oder dann kaufe ich den auch. Ja. Stadion Starter Pack. Hat jeder hier von den Dingern viel bekommen? Weil ich habe ja schon, ich habe 2.000 Games gemacht im letzten FIFA. Sind vier dieser 80 plus Spieler. Ist das so normal? Oder gibt es auch Leute, die mehr bekommen haben? Stadion Starter Pack. Deutschland! Deutschland! Ja, cool. Cool. Können wir eigentlich fast alles, so wie es jetzt hier ist, abstoßen. Um schon mal die ersten Münzen zu haben. Weil das alles nicht wirklich, soll ich das ab, ich glaube, ich stoße das alles ab hier, weil wofür brauche ich das? Das bringt mir jetzt Münzen ein, ich brauche das eh nicht, den Mist. Bringt das irgendwas? Oh, stopp, das bieten wir alles an, das stoße ich mir nicht ab. Wir bieten das an. Preisvergleich. Guck mal, die Leute bieten hier ja so eine Deutschland-Choreo. Warum das eigentlich? Sind die doof oder was? Momentchen mal. Also du, Blackie, du hast genauso viele Sets und spielst viel weniger als ich. Das ist ja dann auch nur fair. Bronze-Pack. Bronze-Methode. Ist gut, gerade waren auch ein bisschen, gibt viele Spiele für 600 bis 1000. Bronze-Pack-Methode oder was? Also Bronze-Spieler ziehen, die dann weggehen? Oder wie verstehe ich das jetzt richtig? Das müsst ihr mir einmal erklären. Das war übrigens das Lied von Love Miles von Alvoxygen. Sorry. Das muss mindestens die 400, naja, muss mindestens eigentlich 500 bringen hier. Wir machen weiter mit so ein bisschen was. Das sind so die 2010er Jahre. Vielleicht ein bisschen vor. Taylor Swift. We are never ever get back together. Sheephead, willkommen. Mir geht's gut, deswegen steht ja auch oben im Titel. Heute ist ein schöner Tag. Ich schreibe das hier nicht einfach so da rein. Heute ist wirklich ein schöner Tag für mich persönlich. Aber auch deswegen. Und dementsprechend geht es mir auch wunderbar. Ja gut, also Bronze-Pack-Methode, ganz normales Pack öffnen. Glückart bekommt man ein bisschen was Gutes. Problem ist nur, ich habe 0 Münzen. Kriegt man ein Bronze-Pack für 0 Münzen? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Was mache ich jetzt hier mit dem Mist? Ich biete das immer für den Preis an. Guck mal hier, 242 würde ich Abstoßpreis bekommen, also biete ich das für mindestens 250 an, weil dann mache ich ja Plus. Andere macht keinen Sinn, ne? Das habe ich bei dem einen übrigens vorhin vergessen. Das ist nicht schlimm. I never, ever, ever get back together, we. Das Licht steigt. Habt ihr für 5k geholt? Ist dafür was? Ja, auch. Weil das einer der besten Bully-Innenverteidiger ist. Und ich glaube, dass viele Leute auch erstmal ein Problem haben mit dem neuen Chemiesystem und dementsprechend vielleicht nur eine Mannschaft aus einer Liga bauen. Oder maximal so zwei Ligen. Und Bundesliga ist ja auch immer. Die ganzen Top 5 Ligen sind ja beliebt. Ne? Premier League, spanische, italienische, deutsche, französische. Die Licht auch gut. Top. Sehr gut.
So, das war jetzt schon mal alles sehr durchwachsen. Jetzt habe ich 6 Sets. Und dann war es wieder. 6 Sets. Ich fange mal an mit dem 80 plus Gold. Einfach aus der Mitte. Hier direkt mal eins rausgraben und Van Dijk ziehen oder so. Was, wer ist er denn jetzt, Mena? Saka. So. Das ist doch schon mal ein Spieler. Ob der jetzt gut ist, weiß ich nicht. Ob man damit spielen will, weiß ich auch nicht. Hat aber bei Arsenal sehr gute Leistung. Zumindest im realen Leben gezeigt. Die nehmen wir dann auch erstmal mit und gucken uns später den Preis nochmal an. Genauso wie bei den anderen Burschen hier auch. Marvin Hitz. Oh, der spielt mittlerweile bei Basel. Das ist aber auch schön. Lohnt sich jetzt schon, die Packs in der Web-App zu öffnen. Ja, warum nicht? Also ich öffne jetzt mal das Set. Warum sollte man das nicht lohnen? Ja, doch. Saka, Saka, Saka. Was hat denn der für 4-4 oder was? 3-3, was ist das denn Scheiße? Der kann aber LM auch spielen und RF natürlich. Guck mal, kann ich nicht mal so diese Ingame-Stats sehen. Die Attribute. Richtig beschissen. Naja, Saka, kein guter Pull, leider. Kein guter Pull. Ja, also ich öffne mal, das haben ja so viele Leute ihre Packs geöffnet. Das Ding ist natürlich, dass der Markt auch unheimlich. Ja, kann man hier gucken? Live. Was es gibt. Es gibt natürlich auch, also alle haben ihre Spieler natürlich auch drauf gehauen jetzt. Ne? Es gibt natürlich auch gerade echt ein großes Angebot an Spielern. Chris Smalling. Lippe, wie geil. Oliver Baumann. Wir öffnen mal die nächste Sets. Harry Maguire. Oh, nee, ne? Warum denn er ausgerechnet? Ja, guck mal, aber schon einen schönen Ball. Das ist ja toll. La Liga Santander Orbita 1. Super Ball. Schön, dass wir direkt einen Catalyst haben. Dead Eye ist non-rare. Auch schön. Harry Maguire. Wie viele Millionen soll der denn einbringen jetzt? Harry Maguire. Oh, wie? Nur 350 Münzen. Schade. Ein guter Typ. Harry? Deswegen frage ich, ob es sich großartig lohnt, jetzt schon die Packs zu öffnen, weil ich die Packs lieber auf der Konsole öffnen will. Wenn du das machen, dann mach das so. Ich meine, du kannst ja jetzt eh nichts damit anfangen. Du hast die Spieler dann, du könntest sie eventuell verkaufen. Okay. Aber ein Team bauen oder was? Wenn du unbedingt jetzt vorhast zu traden in den nächsten Tagen, bevor das Spiel dann wirklich veröffentlicht wird, das dauert ja nur 6 Tage, dann macht es natürlich jetzt Sinn, weil du sonst keine Münzen hast, du hast ja kein Startkapital, mit dem du traden könntest. Aber wenn du nicht vorhast zu traden, dann kannst du auch auf der Konsole öffnen, dann sind wahrscheinlich auch diese ganzen Leute hier, Maguire und so weiter, auch vielleicht nochmal ein Tausender wert, weil jeder irgendwie Spieler braucht, weil jeder spielen will. Nachteil ist natürlich, dass die anderen Spiele, die du haben willst, auch teuer sind. Alles Vor- und Nachteile. So, was haben wir hier? Das kann man auch schon wieder weg, eigentlich, ne? Wenn sie das überhaupt verkaufen tut. Alle zu beiden. Nächstes Set. So, Paulista. Terrier. Bischofjag, Breit. Loftus-Cheek auch noch. Jo. Also bis jetzt die Sets richtig geil. Richtig durchschlagen. Also die gehen richtig durch die Decke. Die Sets. Richtig geil. Terrier mit einem unheimlich guten Schuss. 3 Sterne Skills, 3 Sterne. Ich kann aber auch nicht durchspielen. Das ist toll. Freut mich richtig. Ja, machen wir die auch mal wieder in den Verein rein. 5 Kasset. Davis. Altes Celta Vigo-Wappen, so was willst du denn damit, ey? Und schon doppelten. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn jetzt hier los? Whoa,
much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can go until I blow up. Dann läuft die Pizza am Dienstag. Finde das Feeling auf der Konsole besser. Ist es auch. Ist es auch. Das Feeling auf der Konsole ist dreimal besser. Was ist er hier? Position. Für was? Für welche Position ist das denn jetzt hier ein Modifikator? Einfach nur. Das steht da irgendwie LM zu LF oder so? Nee, ne? Gibt es hier nur eine Karte? Ein Positionsmodifikator oder was? Die man auf alle Bereiche anwenden kann oder wie gesagt. Ja, cool, hey, mega cool. So, 2x80 plus. Ich habe übrigens vorhin gesehen, ein Trimax hatte hier direkt drin. Alison, Becker. Nehme ich auch. Bitteschön. Robin Gosens. Deutscher wieder. Der ist übrigens für mich, für meine Ausrichtung, auch im nächsten FIFA leider wieder ein unheimlich gut geeigneter Spieler. Denn ich spiele ja immer mit diesen, unheimlich gerne mit diesen Außenbahnspielern. Robin Gosens. Pass auf. Hat bestimmt 13 Skills und 13 Reboot. Absolut richtig. Ich spiele ja unheimlich gerne mit diesen Außenbahnspielern, der einfach die ganze Zeit hoch und runter. Also er muss defensiv was können. Mit 77 ist Robin Gosens da Weltklasse aufgestellt. Aber auch offensiv muss er was können. Und da ist er auch mit 75 richtig gut aufgestellt. Also Robin Gosens, ein Top-Typ. Der kommt bestimmt unter Umständen, wenn ich einen guten Tag habe, vielleicht auf die Ersatzbank. Silas, 5-Sterne-Skiller, ne? Gut. Und was ist der erste Preis-Skiller? Wow. Kann auch im Sturm spielen. Silas? Ja, mach mal. Warum ist denn eigentlich non-rare mit 5-Skills? Ne, der kostet auch nicht mehr. Guck mal, der kostet 700 Münzen mit 5-Sterne-Skills. Das ist gut. Die SBCs könnte man günstiger machen. Ich weiß gar nicht. Genau, ich habe noch überhaupt gar nicht reingeguckt, was es für SBCs gibt. Ich habe nur gehört, dass es dort Probleme geben soll, bei den SBCs die irgendwie abzuschließen. Etc. B. Probleme. Mehr weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen. Letztes Set. Roberto Firmino mit 74 Tempo. Nummer ein knackigen Premier League Dude. Auch 5 Sterne Skills. Ich habe keine Ahnung, wie ich mir eine Mannschaft mit Robin Gosens, Roberto Firmino und Silas erstellen soll. Aber namentlich klingt das natürlich Champions League live. Guck mal, den habe ich jetzt schon. Der Typ. Ich habe in dem neuen FIFA-Teil 6 Sets geöffnet. Und Cueva habe ich jetzt schon das dritte Mal gezogen. Dritte Mal. Aber 6 Sets. Das ist schön. Wo kann Firmino eigentlich noch spielen? Nirgendwo. Doch im Sturm. Der kostet aber auch nicht, weil er einfach viel zu langsam ist, der Typ. Ist so. 2K, no, immerhin. Gut. Mit der Position kann ich bei jedem Spieler hin und her switchen, okay. Aber wie muss ich das denn machen? Muss ich zum Beispiel, weiß nicht, einen Mané, den man im Sturm und im linken Mittelfeld spielen kann, muss ich Mané dann, wenn ich ihn im linken Mittelfeld aktuell habe und im Sturm stellen haben sollen würde, stelle ich den dann im Sturm rein und dann endet der Auto, also, weil er könnte ja prinzipiell noch eine dritte Position haben. Da weiß der Modifikator ja nicht, welche Position ich jetzt haben will, oder? Muss ich ja irgendwie auswählen können. Nicht, dass er auf einmal rechts steht. So, als rechter Mittelfeldspieler. Das wäre auch Quatsch. Aber das kriegt man bestimmt auch irgendwie. So, jetzt haben wir eine geile Mannschaft haben wir jetzt. I walk alone. Ja, das ist ja absoluter Bullshit, was wir jetzt hier haben. Das ist wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut. Und damit werden wir auch keine Spiele gewinnen.
und das freut mich richtig. Firmino, die würde ich tatsächlich alle anbieten wollen, alle drauf auf die Liste und am besten auch nie mehr wiedersehen wollen. I walk alone, I walk alone. Was ist denn für eine blaue Karte da? Hätte ich eigentlich direkt alle, die ich nicht zum Vereinen hinzufügen, die hätte ich alle direkt weghauen müssen. Jens, hallo. Soll ich ja, also ich bin ja, ich hab das sind ja jetzt irgendwie 77 Spieler oder so. Ich gucke ja jetzt nicht jeden Preis nach, oder? Ich stelle die einfach drauf für alle, für 500 erstmal und gucke ich, wo es preislich bei rum. Und da rumkommt. Und dann irgendwann mache ich ein bisschen runter, wenn ich sie nicht verkaufen, ne? Ich gucke jetzt nicht bei jedem Einzelnen die Preise an, oder? Macht ja keinen Sinn. Die Advanced SBCs lohnen sich nicht. Die sind untrade. Ja, bei den SBCs habe ich noch nicht reingeguckt. Das wäre jetzt mein nächster Schritt gewesen. Grundlagen 1 habe ich nur. Du hast fast alle abgestoßen. Aus den SBCs, also die Leute abgestoßen. Was ist das jetzt eigentlich für eine Scheiße hier? I walk alone, I walk alone. Ach so, nee, nicht aus den SBCs. Du hast ja nicht die Untrade-Jungs abgestoßen. Du hast die Dings abgestoßen. Pass auf, ich tu mir das jetzt einmal an und stelle alle drauf. Tu mir das jetzt einmal an und dann. Guck mal, aber was ist das jetzt hier? Das ist ja Quatsch. Hier, zwei Spieler-Pick und dann machen wir nicht. Also SBCs. SBCs mach ich nicht. Gut. On a boulevard of broken dreams. Ich würde erstmal eben, warte mal, was kostet eigentlich so ein Antoine Griezmann aktuell? Das ist ein Spieler, den ich unheimlich gerne mal spielen würde. Mit dem 83er. So ein Griezmann ist schon richtig geil. Wenn man sich alleine die Werte anschaut von Griezmann. Holla die Waldfee. Geil. Kann auch auf dem Flügel spielen, Antoine. Davon der Jung für 40k holt. Also 20k durch abstoßen, ja. Krieg ich bestimmt auch hin, oder? 20k. Krieg ich bestimmt auch hin, 20k. Machen wir. Hab jetzt schon 5 Bronzespieler für 1k verkauft. Einfach nur hier so ein Bronze-Pack ziehen, oder was? Hier, das hier. Das Bronze-Pack hier ziehen, oder was? Wisst ihr? Ich finde bei der SBC ist es schwierig, die Chemiepunkte zu erreichen. Okay. Anderes Chemiesystem. Was kann man hier machen? Ja gut, ich kann hier einfach so einen Bronx wieder reinhauen, oder nicht? In dieser Grundlage SBC, pass mal auf hier. My attention! Noch. Ist hier der Hebel aus der Hand gerutscht, Rüdiger, oder was ist denn los? Alter! Na, ruhig. Hilfe! Ja, absenden hier. Bronze-Pack, jo. Matter! It's not what I... Was ist denn hier? Warum kann ich denn hier mal nicht weitermachen? Mach das doch mal weg! Ah, zwei verschiedene Nationen. Das ist natürlich ein Chemiepunkt insgesamt. Ach du Scheiße, ne. Pass auf, dann machen wir da eben so einen billigen Stürmer rein. Hier. Auch nicht.
That's alright. Was ist denn wie mit einem Chemiepunkt jetzt? Also ich muss einen auch noch hinstellen, der auf der Position richtig ist oder was? Ja, dann machen wir das so. Hallo? Kann das mal weggehen hier oder? So, und dann machen wir jetzt das so. Müsste ja passen, ne? Ja, wunderbar. Absenden. Tschüss. Und ein Jumbo-Bronx-Effekt. Was ist denn jetzt? Ne? Und weiter geht's. Ein Liga im Kader. Try it. It felt so wrong. It felt so right. Achso, das passt jetzt nicht, ne? Nee, das passt gar nicht. So. Eine Liga. Moment hier mal, da müssen wir doch auf die deutschen Jungs gehen wieder. Testareal. Dann gehen wir doch über. Wo kann ich das denn jetzt? Ja, wo spielt denn jetzt der SVW in Wiesbaden? In welcher Liga? Oh. SOS. So, ich glaube, das letzte Dings kann ich nicht ganz abschließen, aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Das geht auch nicht hier. Ach komm, jetzt schon kein Bock mehr auf die SBC. Ja, weil ich jetzt irgendwas kaufen müsste und ich habe keine Mütze. Und dann kaufe ich so nichts. Bronx Effect. Top. Und die kann man jetzt einfach so... Oh nee, sind untradable. Ist das sensationell. Ja, geil. Bronx Effect. Schiebebild, danke fürs dabei gewesen sein. Und der wünscht sich noch einen angenehmen Abend. Bis demnächst. Da drauf. Was sind das hier für Karten? Die sehen schön aus im Blau. Die sehen sehr schön aus. Toll. Toll. Wirklich toll. 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 Wirklich toll. Doch, toll. Das ist ein tolles Trikot. Dann werden wir die Realtrikot. So, alle zum Verein. Pass auf, jetzt kommt die absolut beschissenste Aufgabe überhaupt, nämlich die ganzen Jungs hier anzubieten. SOS. So, da wollen wir unbedingt 3500 Münzen für haben, für Roberto Firmino. Für Paulista wollen wir unbedingt aber auch einen 1000er für haben. Für Gosens wollen wir auch unbedingt haben einen. Ja, auf der 50. Und für Saka wollen wir haben. Für Harry Maguire. Wollen wir eigentlich wahrscheinlich nichts für haben. Also, wir sind sehr dankbar, wenn er weg ist. Lenomat. Ja, und jetzt machen wir einfach nur hier, ne? Das ist jetzt auch viel zu lange dauert. So, und so geht es natürlich jetzt weiter. Die nächsten 15 Minuten. Da muss man natürlich extrem viel Geduld mit sich bringen, ne? Wenn man... Moment. Was habe ich jetzt gemacht? Dieses Item kann ich irgendwo da dein Transferlimit erreichen. Okay. Man kann maximal 30 Leute anbieten an einem Tag, oder was? Ah, das ist ja spannend. Warum sagt mir das denn vorher gerade, dass das Limit bei 30 ist? Oh. Naja, dann machen wir halt eben in der Stunde weiter. Ich habe nochmal Lust, mit meiner Bayern-Mannschaft zu spielen. Wie die Bayern-Mannschaft aussieht, fragt man sich jetzt. Kein Problem, kann ich zeigen. Die Bayern-Mannschaft sieht so aus. Lewandowski, Kimmich, Müller, Schweinig, Groß, Lahm, Ribéry, Alaba, Boateng, Hummels. Die Innenverteidigung ist vor allen Dingen sensationell aufgestellt.
Und nebenbei gucke ich immer mal wieder in die Web-App. Oh, das ist falsch. Mal wieder in die Web-App rein. Ich habe ein Auge offen. Manchmal ist hier schon mal richtig scheiße. Was ist das denn für ein Ding? Außer Kummer, der ist gut. Die Frage ist wahrscheinlich, Blacky, wie ging denn am vorgestern das zweite Spiel aus und nicht das zweite Spielraum? Das zweite Spiel ist so verlaufen, dass ich circa 30 Minuten gespielt habe und es stand 0-0 und dann hat der Gegner sich gedacht, stopp, hier ist jetzt Schluss für mich, ich ziehe jetzt einen Stecker. Der hat abgebrochen. Und dann habe ich tatsächlich das andere Spiel 3-2 verloren. Und somit war der FC Bayern München dann auch hier raus mit der Mannschaft. Hat aber Spaß gemacht, das spiele ich jetzt gleich. Ich mache mal eben 1, 2, 10, 85 plus. Die letzten, die es wahrscheinlich so gibt. Denke ich mal. Und wann können wir denn das andere Spiel spielen? Ah, wann kann man es eigentlich runterladen? Moment hier mal. Wer ist er denn hier? Wer ist er denn? Ted Lasso. Cool. Ab wann kann ich das denn runterladen? Ab 25 kann ich es runterladen, das ist gut. Automatischer Download ab 25, also in 4 Tagen. Okay. Machen wir. Die haben bestimmt nochmal neue SBCs gebracht, oder? Im FIFA 22. Ja. Haben wir. Ach so, was ist das denn jetzt hier? La 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 la. Sehr gut. Geil. Hat Spaß. Aber das natürlich hat wirklich so ein anderes Feeling hier, ne? Nochmal hier so ein seltener Elektro-Spieler-Set zu öffnen. Im alten Hyperteil. Ist doch geil, oder? Hier hast du als Jeremy. So, hat doch was. Voll geil. Ja. Immer mit. Oh, ein Tots! Was ist denn? Kommt jemand nochmal Ronaldo oder? Kommt er nicht. €90 wären eine Tankfüllung. Das sind übrigens unter anderem die €90, die ich dafür ausgegeben habe, dass mein Auto nicht abgeschleppt wird. Die waren hier eingeplant. In diesem Spiel. Da waren die drin eingeplant, die €90. In dem Spiel. Nee, jetzt hat sie der Abschleppfritze. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt hat sie der Abschleppfritze. Jo, alles klar. Hallo. Oh, das reicht sogar schon. Was ist denn das drin hier? Ja.
When Love Takes Over. Bei einem YouTuber kann Messi nach 579. Vorschau-Pack in der Web-App. Ah, im neuen Teil gibt es auch ein Vorschau-Pack. Ganz schnell rüber. Komm mal mit. Ganz schnell rüber hier. Danke für den Tipp. Nee, hab ich noch nicht. Oh, falsch. Danke, Jens, für den Tipp. Wen haben wir denn da drin? Aber ich kann es eh nicht kaufen, das Set. Aber könnte 150 FIFA-Points aufladen. Würde ich machen. Wenn da jetzt ein MP oder so rauskommt. Wer ist denn da drin? In so einem 7-Halber. Wow. Sosa. Das kaufen wir nicht. Ja, jetzt habe ich mein Set geöffnet. Das ist hier ein seltenes. Ah, auch nochmal zwei Seltene. Ja, sehr gut. 4 Points gehen noch nicht. Und wenn ich jetzt hier, das geht alles nicht, oder was? Okay. Naja. Ist eh nicht so schlimm, weil eh nichts drin hier ist. Na, nicht gut. Ja, also da gibt es eine Aufladefeil, das stimmt, aber wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass irgendeine Fehlermeldung kommt. Weil FIFA Points aufladen ging noch nie in der Web-App. Ich bin ja 10 an. Oh, David Alaba. Hallo. Hallo. Love takes over. Dave. Gut. Reicht mir eigentlich schon wieder mit Sets für heute. Ich würde gerne mal wieder ein Spiel machen mit meiner Bayern-Mannschaft. Man muss ja drinbleiben auch. Drin und dranbleiben. Drinbleiben und dranbleiben. Achso. Ich wollte schon die Qualifikation spielen. Wollte sie im Neymar für 100k kaufen, hätte ich bestimmt auch gemacht, wenn ich die Münzen gehabt. Ja, weil Neymar, der geht ja hoch auf. Was geht denn hoch? 800k oder so? Wer ist eigentlich so doof und stellt den drauf? Was ist das denn jetzt hier, Rüdiger? Mensch. Ein Remix auch noch. Alle seine Freunde spielen GTA. GTA, jo. Achso, falsch. Und der wird eine Mio kosten, Neymar. Das kann sehr gut sein, ne? Jens, ist das tatsächlich so ein Lied, was du auch privat hören würdest? Nee, ne? Wobei, doch, glaube ich. Vor allen Dingen wegen des Textes. Ich weiß, du bist ja nicht so großer Fan von solchen Beats, aber der Text, der ist, glaube ich, sehr spannend. Sehr interessant für dich. Eines der schlimmsten Lieder der Zeit. Ja. Ah, Mann, ey. Ja. Passiert. So. Bayern. Ja, ich kann jetzt hier auch nichts. Also traden habe ich da auch wenig Lust drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Warte mal, wo steht? 27 Minuten, passt. Was ist das hier jetzt hier mit dem Ping? Hallo. Wie war eigentlich meine Prüfung heute? Was steht oben im Titel? Heute ist ein schöner Tag, oder? Ja, also bestanden. Dementsprechend bestanden, das ist doch schön. Und morgen muss ich da tatsächlich nur noch hin und hole meine Examenzeugnis ab und dann bin ich fertig. Deswegen ist heute auch so ein schöner Tag. Außer wenn ich dieses verdammte Netz schon wieder sehe mit dem 500er Ping, könnte ich wieder ausrasten. Schon gar keinen Bock mehr. Oh, danke jetzt. Danke.
Das ist nett. Blacky auch. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ist ja doch so eine Last, die da abfällt, ne? Von daher habe ich jetzt erstmal. Es ist schade, dass FIFA ein paar Tage früher kommt, aber ich habe auch. Ich habe aber auch in dem Zeitraum, wo FIFA rauskommt, auch noch ein paar Tage frei. Deswegen ist das schön. Da kann ich das auch spielen. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich sehe schon wieder, dass das Netz absolut in die Knie geht. Dementsprechend werde ich jetzt ein anderes Internet auswählen. Wenn ich gleich weg sein sollte, tut's mir leid, man will nichts nicht, wie immer. Hasta la Atze. Jo, hasta la, hasta la. Wäre cool, wenn es jetzt gehen würde. Wäre mega nice. Hätte ich echt Bock drauf. Richtig Bock drauf. Ich finde die immer noch weiterhin unheimlich interessant, diesen ja, Artist. Ich weiß zwar nicht genau, was das bedeuten soll, diesen schönen Pinsel, Jens, vor deinem Namen. Ich habe das irgendwann mal gesehen, dass man das einstellen kann. Und da habe ich mir gedacht, passt. Artist. Bla bla bla. La di da da da. Toll. Bambus, herzlich willkommen. Hallo, guten Abend. La di da da da. Bambus, was ist das denn für eine Mannschaft? Sag mal, was ist denn das für eine Mannschaft? Sag doch mal. 2015. Was ist das für eine Mannschaft? Ja, 14. So. Ungefähr. 2014. Genau. Bayern München 2014. Nur Robben gibt's nicht. Robben konnte ich kaufen, den gibt's nicht. Letztes Jahr gab's ihn noch, dieses Jahr gibt's ihn natürlich nicht. Deswegen konnte ich auch nicht kaufen. Robben fehlt, der wäre da drin auch noch. Nur ein paar schieb ich auf morgen. Alles klar, alles klar. Hasta la Atze, wunderbar. Bayern München. Keine Mannschaft. Das hat sich so gut gespielt, das war eigentlich Innenverteidigung. Hummels. Geht los, Spiel Nummer 1 startet. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich FIFA 22 spiele, das ist eigentlich schon, das ist auf der PS5, finde ich schon ein richtig gutes Spiel. Ich mag das echt sehr gerne spielen. Na, also was heißt nach wie vor? Klar, irgendwann ist natürlich der Reiz weg, so weil man alles hat. Aber wenn sich FIFA 23 genauso interessant anfühlen sollte, was ich hoffe und wo ich ausgehe, es kann ja nicht schlecht genug werden, hier dieses ganze Dribblingsteam mit dem Fronk. Das ist schon nicht schlecht. Franck Ribéry, erste Chance. Oh, Joshua Kimmich. Nee, stopp. Kimmich war 2014 noch nicht bei Bayern. Sorry. Ja, ist ein bisschen ist ein bisschen geschummelt. Stimmt, Kimmich war damals noch nicht da. Das ist wirklich ein paar Jahre past. Das ist ein bisschen geschummelt. Neuer! Der doppelte Manuel. Richtig gut gehalten. Müller. Da ist Schweinsteiger wieder mal los. Neymar, Ribéry und Boateng. Richtig gute Grätsche. Wow. Das macht Spaß. Und Ribéry. Und den Ball.
Ja, Stellungsspielfehler. David Alaba, da ist Kylian Mbappé, da ist Neymar. Und der Ball ist noch nicht mehr heiß. Und ist geklärt. Alles gut. Kimmich, Lahm, Toni, Groß. Kommt wieder nichts. Boateng muss da dran. Lahm. Sehr gut. Bambus. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ciao, ciao. Alaba. Nice. Also die Lücken sind unheimlich groß. Boateng. Gut geblockt. Neuer ist da. Wir sind sowieso in der Abseitsposition gewesen. So. Spiel langsam aufbauen. Neuer, Hummels, Alaba, Boateng und Lahm. Thomas Müller heute wieder über die rechte Seite. Ein Robben fehlt verletzt. Kimmich auf Müller. Das ist der erste gute Ball in die Tiefe. Und ganz hinten ist Franck Ribéry, der mit dem hohen Ball bedient wird. Das ist nicht gut. Kein guter. Keine gute Flanken. Kein guter Flankenversuch. So sagen wir es. Boateng gegen Kylian Mbappé. Boateng bleibt dran. Alaba kommt zur Hilfe. Boateng. Da ist Hummels wieder geblockt. Eine Frage, ob ich keine Web-App spiele. Doch, das habe ich schon gemacht. Allerdings verkaufen sich gerade meine Spieler. Und dementsprechend kann ich da relativ wenig gerade tun. Habe ich schon reingeguckt. Ribéry, erste gute Gelegenheit. Web-App war ich schon drin. Habe schon meine Sitz geöffnet. War nichts irgendwie immer. Alles schon gemacht. Moment. Ja, Hummels. Hummels, da kommt er nicht hinterher. Gegen den schnellen Franzosen. Und wieder ist es Manuel Neuer. Toller Pass. Bastian Schweinsteiger auf Thomas Müller. Und in der Mitte ist Franck Ribéry weitergeleitet. Toni Kroos. Wo ist Lewandowski? Da ist er. Latte. Rücken, Lloris, und der Ball ist sicher. Oh, Lloris, was macht er da? Kein guter Abwurf. Nächster Versuch von Lewandowski. Also Chancen tatsächlich auf beiden Seiten. Die beste gerade von Lewandowski. Postenschuss. Und Hummels wieder gegen Kylian Mbappé. Mats Hummels, kein gutes Stellungsspiel. Boateng klärt. Aus. Vorne ist Ribéry. Das ist ein guter Ball auf Franck Ribéry. Ribéry! Lloris ist da. Stehen unheimlich hoch, ne? Die Bayern. Und jetzt wird's gefährlich. Mbappé gegen Hummels. Neuer! Elfmeter! Hummels kommt nicht hinterher. Mbappé viel zu schnell. Neuer kommt raus. Erwischt nicht den Ball, sondern nur Kylian Mbappé. Gelbe Karte für Manuel Neuer. Und Elfmeter in der 33. Minute ausgeführt von Payet. Und er ist drin. Neuer hat die Ecke. Neuer ist drin. Kann den Ball aber nicht verlieren. 1-0. Das ist der Nachteil. Mats Hummels hat ein gutes Stellungsspiel, aber viel zu lang. Viel zu langsam. Und Ribéry. Wenn es dabei bist. Groß. Ne, wird nix. Ball weg. Payet. Und Ribéry, das hat er richtig gut gemacht, Mats Hummels. Bleibt lange stehen. Richtig sauberes Tackling. Ball wieder in den eigenen Reihen. Toller Pass von Toni Kroos. Auf die rechte Seite Thomas Müller. Der verzögert ein bisschen. Wo ist Lewandowski? Nicht da. Konaté. Und jetzt ist der nächste Ball. Und Ribéry. Hummels gegen Mbappé. Jetzt macht das mal gut. Hummels schiebt den Ball ab.
Ribéry wieder mit zum Dribbling, wo er dann nicht dran vorbeikommt. Und das ist die nächste gute Chance, Mbappé. Aus spitz im Winkel. Das war's mit Halbzeit Nummer 1. Jetzt sind wir in München Licht hin. 0:1. Kein gutes Spiel. Es ist kein gutes Spiel. Man muss auch mit Sio werden. Halbzeit 2. Schweinsteiger. David Alaba. Jogo Morten. Stark von Philipp Lahm, sehr gut antizipiert. Wo ist wieder? Rechts ist Thomas Müller. Kriegt er den? Thomas Müller, das müsste einen Einwurf geben. Nuno Mendes hat jetzt am Ball und genauso ist es. Eckball. Kurz ausgeführt, Toni Kroos auf und Ribéry. Ribéry mit dem Flankenversuch. Hinten ist Müller. Kommt nicht dran. Und jetzt wird es wieder gefährlich. Hummels orientiert sich mit nach hinten. Franck Ribéry. Der anderen Seite. Toller Ball auf Kylian Mbappé. Und wieder ist Neuer da. Müller sehr weit draußen. Ja, toller Seitenwechsel. Müller auf Ribéry. Und wieder zurück. Rechts wäre Müller da frei gewesen. Ball kommt nicht durch. Oh, Boateng und Hummels. Ganz, ganz alleine gelassen da hinten. Schlechter Flankenversuch. Stark von Toni Kroos. Also sehr gutes Gegenpressing jetzt aktuell vom FC Bayern. Schusschance, Lewandowski abgeblockt. Boah, es ist so einfach. Das ist viel zu einfach. Zu weit weg. Von Dimitri Payet. Und er steht da relativ frei am Fünfer und kann den Ball ins kurze Eck reinschieben. Müller, Lewandowski. Das sind aber auch keine gut gespielten Pässe. Ein Ball auf Wilson Martins, Alaba, in der Mitte ist wieder viel zu viel Platz, Hummels rückt jetzt raus. Alaba ist dran, Kroos, Ribéry, Lahm, toller Doppelpass, Franck Ribéry kommt da nochmal dran. Der Schiedsrichter, bitteschön, gelbe Karton für Konaté. Ja, absolut verdient. Alaba hat Platz für die Flanke. Lewandowski ist da. Versuch Nummer 2. Kimmich kommt nicht durch mit diesem Ball und es geht wieder in die andere Richtung. Stark, voll groß. Das war richtig gut. Lewandowski hat Platz. Und wieder Lloris. Ach Mann, ey. Chancen haben sie. Lewandowski, er kann also noch einen Schritt gehen. Viel zu früh, wie er den Abschluss sucht. Viel zu früh. Boateng, Hummels, wo seid ihr denn? Und wieder nah. Muss nur eingreifen. Ey, so luftig da hinten die Bayern-Abwehr heute. So luftig. Müller, gut weitergeleitet auf Joshua Kimmich. Und der hat ein bisschen Platz, kann flanken. In der Mitte ist Toni Kroos. Kommt nicht dran, Lewandowski, zweiter Ball. Und der ist weg. Ja.
Wieder was auf Gelsenmartins. Neuer muss schon wieder rauskommen. Neuer! Man of the Match bis dato. Aber Neuer. Richtig, richtig guten Job, den der hier heute macht. Einen richtig guten Job. Den Ball ab. Gibt es nochmal die Konterchance über Schweinsteiger. Rechts ist Thomas Müller mit langen, großen Schritten. Thomas Müller, wie man ihn kennt. Und ganz weit drüben wäre jetzt Franck Ribéry mitgekommen. Guter Pass, Ribéry! Lloré ist schon wieder da. Was ist das denn für ein Ball von Alaba? Gott, oh Gott, oh Gott. Schöner Ball. Lewandowski. Lewandowski. Müller. Kommt nicht durch. Jetzt mit vollem Risiko. Und nochmal Toni Kroos mit dem Schuss. Ernüchternd. Ernüchternd, ernüchternd, ernüchternd. Also wir haben Chancen da vorne. Das Problem ist nur, dass die meisten Schüsse, teilweise dann auch Weitschüsse, einfach nicht wirklich den Weg ins Tor finden wollen. Oder auch können. Keine gute Abschlussquote. Komm an. Komm, wir tun das. Schweinsteiger. Schweinsteiger. Boateng. Neuer 3:0. 87. Spielminute. Und das ist es gewesen. Viel zu einfach. Und jetzt, naja, Müller nochmal auf Ribéry links und der pfeift tatsächlich in dem Angriff das Spiel noch ab. 0-3 Niederlage. Schade, schade, schade. Natürlich merkt man das, wenn man lange Zeit solche Top-Leute wie, weiß nicht, Pelé, Lewandowski, Mbappé und Co. gespielt hat, ist natürlich von Müller im Vergleich kein guter Spieler. Das kann man so sagen. Dementsprechend. Um nochmal einen schönen Abschluss zu finden. Ich weiß ja auch nicht, wie oft ich dazu noch kommen könnte. Werde ich noch ein Spiel mit meiner Main-Mannschaft machen. Einfach nochmal mit Chiellini, nochmal mit Varane. Die Jungs, die da alles wegdefenden, einfach nochmal spielen, die Jungs. Vielleicht ist es ja schon das letzte Spiel in dem Fall. Ich weiß es nicht. Könnte jedes Spiel das letzte sein. Vielleicht können wir die Abwehr überarbeiten. Spiel von Mario Gomez. Süle-Karte, Süle gibt es auch eine Karte, aber habe ich halt nicht. Aber Mario Gomez hat ja nie Innenverteidiger gespielt beim FC Bayern. Dementsprechend ist das. Ich will das so detailgetreu wie möglich, würde ich das dann, wenn ich gerne spielen wollen. Ja. Scooter! Ja, auch eine coole Mannschaft, aber. Best. War das die Mannschaft? Ja, ne? Mit der wir. Ja, genau, die Mannschaft. Mit der spielen wir. Pelé ist jetzt leider nicht drin. Könnte
könnte hier Pogba noch auf die Seite packen, aber ich spiele jetzt einfach mal Ronaldinho. Ronaldinho oder Pelé? Wer ist cooler? Ja, Pelé auch einwechseln. Ja, Ronaldinho ist auch schon cool. Wir spielen diese Mannschaft noch einmal. Könnte, das ist eigentlich so das Beste, was ich jetzt aus meinem Verein aufstellen kann. Das spielen wir jetzt noch einmal so. Und haben wir ganz viel Spaß gehabt in diesem Jahr. Ganz viel Spaß. Aber da merkt man, das ist natürlich ein Unterschied. Ne? Wenn man da auch wieder mit so einem Mats Hummels da rumwirkt. Boateng ist so einigermaßen okay noch tempotechnisch. Aber Mats Hummels ist ja 50 Tempo, das ist also das richtige Katastrophe. Gerade wenn Mbappé, das du merkst, richtig Unterschied. Wenn Mbappé, der zieht ja richtig davon. Die Topskarte auch noch. Also. Katastrophe. Wir müssen gewinnen. Mag die Tiefe. Nummer 3, Giorgio. Wir müssen gewinnen, ich mag die Tiefe nicht. Das geht so nicht. Die kann ich spielen, wenn ich mit den Bayern Team spiele, aber sonst so nicht privat. Geht gar nicht. Geht überhaupt. Hey, Tripos hat mir eine Nummer. Na, die jetzt. Dieses Item aktivieren. So, los geht's. Ah ja, warum bin ich ja so müde? Ja, war ein anstrengender Tag heute. War ein stressiger und anstrengender Tag, das stimmt schon. Ist schon richtig. Ja, ist richtig. Ja? Stimmt, stimmt. Da ist die Süle-Karte, aber die habe ich halt nicht. Los geht's. Nochmal mit Ronaldinho, mit Neymar. Mit Pogba und Co. Vielleicht ein letztes Mal. Da merkst du, das ist so ein Rafael Varane, der hat noch eine ganz andere Präsenz da mit seinem 96 Tempo. 99 Tempo. Wie Tempo hat er denn? Der spielt aber auch gerne, wenn man das so macht. Ich sehe das schon. Liefen gerade 30 Spieler aus, so 15 verkauft. Ich glaube, bei mir sieht es nicht anders aus. Ich glaube, bei mir wird es gleich nicht anders aussehen. Dann läuft wieder nicht los. Neymar. Lutrillet. Auf Gareth Bale kommt er da dran. Marcel Schmelzer auch noch. Okay. Jetzt auf die Kille. Schmelzer. Schmelzer Bernd. Schon ein bisschen wie ich kann nicht gut sagen. Das ist nicht gut. Ich merke das. Ne, also die Praxis sieht anders aus.
rum. Gareth Bale und da in der Mitte ist Robert Lewandowski. Lewandowski! Marcelo! Boah! Junge, 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 Junge. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Spielt übrigens mittlerweile wieder mit James Rodriguez zusammen. Wo spielen die beiden? Ein Brasilianer und ein Kolumbianer. Wo spielen die beiden zusammen? In welcher Liga? Natürlich in die griechische Liga. Olympiakos Piraeus. Super, super Liga. Das ist die nächste dicke Möglichkeit. Ich spiele alles in Holzgut, ich merke das hier. Ich spiele alles in Holzgut. Scheiße. Aber der Typ ist auch so, das ist, also der spielt also richtig normal eklig hier nochmal hinten rum und oh, der sucht sich richtig hier einen aus. Was ist denn das hier jetzt hier? Die Tür ist eigentlich schon zu, wenn ich spiele. Oh Mann, das ist aber ein anstrengender Gegner wirklich. Er will jetzt hier nochmal richtig den Sieg haben. Also das Gefühl. Lewandowski. Auf der ganz anderen Seite ist Marcelo. Ja, da ist erstmal Gareth Bale. Oh, schade, gute Chance. Pogba! Und Platz und Müller ist da. Es gibt keine Ecke. Die Farbe ist da. Platz, Gareth Bale, so wo ist Lewandowski, wo ist er denn, wo ist er denn, da hinten ist Marcelo schon wieder. Unheimlich offensiv heute, beziehungsweise Marcelo generell ein offensiver Außenverteidiger. Das ist ja das, was ihn auch so speziell und so gut macht. Das hat Marcelo einfach einzig gemacht. Der Typ ist so sensationell gut in der Offensive, so ein Top-Fußballer. Marcelo für mich, also ich glaube, das ist der beste Ausverteidiger, den ich noch mal gesehen habe. Marcelo. Boah, eigentlich ein schöner Spielzug. Gut rollet. Aus der Distanz und Neuer wischt den da hinten weg. Auch gut, auch gut, auch gut, auch gut, auch gut. So, ich habe tatsächlich ein einziges Objekt ist weggegangen für 54. Das ist das, was ich falsch angeboten habe, beziehungsweise. Also da habe ich jetzt Verlust gemacht, weil ich so 84 hätte. Da ist doch Ronaldinho. Jungs, was macht ihr denn hier? Sané. Stark von Maldini. Richtig gut. Paolo. Neymar. Und schon wieder Marcelo. Ja, Guardiola macht aber gut. Okay. Das ist 1-0, dann geht es jetzt mir wieder, ja. Hat er gewartet, bis einer rausgezogen kommt und dann war es soweit. Und dann war es soweit, denn das Tor ist gefallen. Warte, warte.
Ja, bei mir hat sich diese ganzen Items, die ich angeboten haben, die haben sie natürlich auch nicht verkauft. Man will auch keine Ahnung gehen, also das ist eine Rumänien-Buff oder so. Ja. Wer? Victoria Pilsen-Trikot. Okay, alles klar, schluss mal. Halbzeit 2. Jetzt. Das Spiel macht keinen Spaß. Leider nicht. Der Typ ist viel zu. Er ist gut, klar, der spielt den tollen Fußball, aber das nimmt den ein bisschen zu ernst. Das macht nicht so viel Spaß. Sane. Kopfballungeheuer, Ronaldinho. Ich glaube, ich spinne Paul Pogba mit der Ecke. Jo. Auf Ruud Gullit. Gelini und Lewandowski. Der steht halt im Ring zum Tor und probiert irgendwie den Ball aufs Tor zu bekommen. Natürlich klappt das nicht. Das ist mal der erste gute Ball auf Neymar. Probiert's direkt mit dem Lupfer. Neuer ist da. Keine Chance. Gute Idee. Und jetzt sind wir nicht optimal. Oh, Lewandowski jetzt aber. Na komm, Robert. Na komm. Ne, das gibt's nicht, ey. So ein guter Striker war das die ganze Zeit. Hat er nicht gut gemacht jetzt. Das hat er nicht gut gemacht. Was ein Abschluss. Ronaldinho, jetzt hat er mal Platz. Ronaldinho, na komm. Ronaldinho, das ist eine rote Karte, Herr Schiedsrichter. Gelb für Guardiola. Durch war der. Ja, Ronaldinho. Ernstes Wörtchen, muss er da reden. Guck mal, der war schon dran vorbei. Keine Chance, überhaupt den Ball zu treffen. Für mich, aus meiner Sicht, von Guardiola. Der geht dann nur auf den Mann. Unverständlich, unverständlich. Das bringt überhaupt nichts an. Nichts.
Nee. Die Kampf auf das Spiel hier. Marcelo kommt auch nicht vorbei. Ich glaube, die Spieler auch gehen. Aber es ist in Ordnung. 82 Minuten, das Ding, wenn wir nicht mehr rumliegen können. Wir spielen das jetzt anstandsweise noch zu Ende. Diese Partie. Und dann könnte es wahrscheinlich die letzte Partie okay sein für diesen Hügel. Also Lust auf mehr macht das hier leider nicht. Lust auf mehr macht das hier nicht. Neymar, gibt es vielleicht noch mal irgendwie eine Chance? Nein, Neymar als letzter Ball, es gibt tatsächlich Abschluss. Jo. Ich bin hinten rum, also ich fasse es nicht. Glaub's nicht. Glaub es nicht. Das war richtig, richtig in die Tonne treten. Ich bin richtig, richtig zu in die Tonne rotzen. Was ein Bullshit. Okay, gut. Das eventuell letzte Spiel haben wir noch irgendwie umgekriegt. Toll, 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 toll. So, ich habe jetzt gerade nochmal in die Web-App reingeschaut. Von den Items, diese Trikots und so weiter, hat natürlich nichts verkauft. Ich spiele jetzt natürlich immer weiterhin meine Spiele an. Gibt es eigentlich die Handy-App auch schon? Nee, ne? Oder doch vielleicht? Momentchen mal, das könnte man mal noch nachschauen. Dum, 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 nee, wo haben wir es denn hier? Das ist falsch. Die Companion App, weil da ist es natürlich, man hat schnelleren Zugriff eigentlich dann auch darauf. Die Companion App kommt meistens immer ein bisschen später. Ne? Kommt meistens immer ein bisschen später, das ist das Ding. Genau. Weil man da natürlich einen besseren Zugriff drauf hat, als wenn man jetzt hier immer über dem PC da, ne? Oh, muss ich leider noch der 22er teilen. Schade, schade, schade. Ich muss aber. Beziehungsweise, ja, ich muss aus dem Grund, weil mir die Augen jetzt extrem auch zufallen. Ich muss jetzt aufhören. Es war für mich persönlich heute ein relativ anstrengender Tag, wo für mich viel passiert ist. Ein sehr toller Tag, ein sehr glücklicher Tag. Um 23:58 kann man das so sagen, am 21.09. Ich hatte heute nicht da unbedingt sehr viel Spaß, aber einfach für mich privat war es heute ein toller Tag. Morgen Abend machen wir nicht weiter. Morgen Abend bin ich da. Ich habe es vorhin erwähnt. Ich habe morgen eine Feier, eine Abschlussfeier, eine Examensfeier habe ich morgen. Deswegen war auch heute so ein toller Tag, weil ich das bestanden habe. Deswegen bin ich morgen nicht da. Ist nicht schlimm. Wir sehen uns Freitag wieder. Bis Freitag. Ab 21:30 Uhr. Wahrscheinlich wird es später. Und ich weiß auch nicht, was ich da mache. Aber die paar Tage kriegen wir auch noch rum. Vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ciao, ciao. Black, ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Und bis demnächst. Weiter. Wir sehen uns. Ciao, ciao.
Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.